So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das ist das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Magazin Nummer 92 für rund 5 Euro mit einer limitierten Karte der Lego Ninjago Serie 7 Next Level. Dann den grünen Ninjago, ein Boostertütchen. Wie gesagt, alles für 5 Euro hochgerechnet. Preis, Leistung, Figur, limitierte Karte, Booster. Wir wissen alles, was das kostet, wenn ihr die Figuren einzeln kauft, die limitierten Karten und so weiter. Passt immer. In so eine Kombo, was eingepackt ist, passt es auf jeden Fall. Aber ich habe ja gesagt, ja, ist nicht so meine Welt. Der gehört aber jetzt zu den neuen Ninjagos dabei. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist die vorletzte Seite. Warum haben wir nächste Mal wieder einen coolen Drachenjäger? Wäre richtig cool. Ich könnte noch ein paar gebrauchen in anderen Farben. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt mal an. Das Lego Ninjago Magazin Nummer 92 zu öffnen, hineinzuschauen und ich zeige euch alles. Wie gesagt, den Ninjago kommen wir gleich zu. Diesmal in Grün ist aber trotzdem einer von den neuen. Dazu ein Boostertütchen. Der Lego Ninjago Serie 7. Next Level. Geheimnis der Tiefe. Und dazu gibt es eben passend die limitierte Karte, die LE3. Der Lego Ninjago Serie 7. Next Level. Geheimnis aus der Tiefe. Ja. Und ich habe immer noch kein Starterpack gekriegt. Ich habe die Karten hier alle hochgestapelt. Das dazu, falls ihr mich fragt, warum ich das Starterpack nicht angefangen habe. Aber nichtsdestotrotz, jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Lego Ninjago Magazin Nummer 92 drin herum. Habe ich auch angeboxt, auch habe ich auch schon mehrmals. Hier ist er, unser Drachenjäger Kai. So. Dann hier natürlich, seht ihr das, Rätselspaß. Oh, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Ah, hier sollten sich mal eine andere Flatrate suchen. Rätselspaß. Und dann beginnt die Comicbeilage auf Seite 10. Als Taucher, cool. Und ich habe immer noch nicht das U-Boot geholt, obwohl im Moment die Preise richtig runtergegangen sind. Comic geht weiter. Wieder Rätsel. Was haben wir hier? Ein Poster. Zwei Seiten. Coole Bösewichter-Kombi. Andere Seite. Ja. Der Ninjago, der hierbei ist. Dann natürlich Bestellformular. Dann geht die Comicbeilage natürlich weiter. So, auf Seite 27 ist die Comicbeilage zu Ende. Dann kommt, was haben wir denn hier? Feuer, Feuer, alle in Schwarz. Das sieht natürlich auch cool aus, besonders hier in Gelb. Pink. Ah, die sehen gar nicht mal so schlecht aus, aber Gelb gefällt mir und sticht am meisten raus. So, und jetzt kommen wir. Nein, noch nicht. Ja, habe ich euch schon angeboxt. Da war, wo der rote Kai mit bei ist, aber den gab es ja zum Glück in das Magazin, weil ich bin nicht so für die Fahrzeuge, das wisst ihr. Deshalb habe ich mir das nicht geholt. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich billiger. Werde ich es mir wahrscheinlich holen. Warum? Wegen diese Messerklingen und alles. Da kann man sich einen schönen Drachen von bauen. Das ist dazu. Nicht wegen den Kai, den Drachenflieger. Das hier, wegen den gelben, auf jeden Fall. Aber das Motorrad habe ich so gut wie umgebaut. Alle meine Teile in Schwarz, nämlich für Batman. Rätselspaß, Kai. So, und jetzt kommen wir auf die letzte Seite. Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Der fehlt mir noch.
Was haben wir nächstes Mal drin? Haben wir ihm drin? Deswegen hole ich mir nur zur Zeit keine Sets mehr, wo die Drachenjäger dabei sind. Und es ist, ja, Strike Over. Perfekt. Ihr seht es selber, der blaue, der mir noch fehlt, den einen oder anderen vielleicht auch noch, ist richtig cool, dass die Drachenjäger, der hat die Flügel so. Und der so. Jetzt schreiben alle mir, die den schon haben. Sind die Flügel anders? Aber das wäre ja kurios, dass sie jetzt für die Magazine andere Flügel herstellen. Das wäre wirklich absolut... Nee. Aber auf jeden Fall das Magazin Lego Ninjago 93 am 6. September boxe ich euch an. Und davon werden auch schwachsinnige Videos gemacht. Auf jeden Fall. Ist richtig cool, das goldene, blaue. Doch, das gefällt mir. Dann werden wohl alle Drachenjäger kommen. Das ist schon mal perfekt. Kann ich von ausgehen. Aber nichtsdestotrotz bauen wir jetzt den grünen zusammen. Mega! Ich finde das richtig cool, dass jetzt alle Drachenjäger kommen. Das gefällt mir wirklich. Brauche ich die Sets nicht zu kaufen, weil ich bin nicht der Freund von Drachen und sowas, ja, aber so von Fahrzeuge, das wisst ihr ja, nein, nicht wirklich. Die gehören einfach nicht zu Ninjago. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Hier ist er mit dem neuen Druck. So, ich muss mal den Stab holen. Ich habe den mal wieder vorbereitet. Hier ist er nochmal ohne meine Finger. So, jetzt kommt die Waffe zusammengebaut. Aha. Langschwert ist normal. Aha. Einmal unten kommt ein grüner Diamant dran. Oben. So, jetzt habe ich natürlich was vergessen. Wie immer. So. Schwert rein. So sieht er natürlich aus. Wie seine Schwerthalterung. Und jetzt kommt und so ist er ausgestattet mit seiner, was ist das? Stabaxt? Stabbeil? Ich muss sagen, auch sieht nicht schlecht aus, aber die Druck, der neue, der drauf ist, der erinnert mich an einen älteren Druck. Der sieht fast genauso aus, habe ich das Gefühl. Deswegen, naja, muss man ihn wirklich haben. Einmal reicht, sage ich jetzt mal. Für, dass man eben alle Ninjagos hat, die je rausgekommen sind mit verschiedenen Druck. Einmal sollte man doch jeden haben, wenn Ninjago-Fan ist. Das auf jeden Fall. Ihr schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn findet, was ihr davon haltet und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf den 6. September wieder ein Drachenjäger drin. Richtig cool. Und dann noch der blaue, der mir noch fehlt. Und ich habe mir erst überlegt, soll ich mir das Set holen? Ihr schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht, dass er jetzt drin ist. Freut euch auch schon wie ich. Wäre cool. Aber nichtsdestotrotz. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und zurzeit günstig. Auf jeden Fall vielleicht auch was von den neuen Sets. Auch da gehen die Preise runter. Der ein oder andere von euch, vielleicht du oder du, mag ja Fahrzeuge mit den neuen Ninjagos.
Ich werde irgendwas verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und über den neuen Grün, über das nächste Heft. Das auf jeden Fall. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.